Hallo Leute, willkommen zurück bei Leisure Suit Larry Reloaded. Wir waren schon lange nicht da. Warum, erklärt uns die liebe Exley? Weil wir low sind. Na, wir haben einfach, bei uns war so ein bisschen die Luft raus und wir haben so ein bisschen YouTube-Pause gemacht. Spontan. Ich war, ja, ich ein bisschen länger als Exley. Spontan, 2-3 Wochen, weil... Ja. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht und dann macht auch Aufnehmen keinen Sinn, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, und jetzt geht's wieder weiter. Wenn ihr nicht wisst, wie weit wir schon waren, letzte Folge mal kurz angucken, dann wisst ihr es. Wir haben auf jeden Fall, der hat sich gerade am Arsch gekratzt, sehr schön. Ja, wir haben Ember geholt und zwar von dem schönen Wal da unten und müssen wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Parfüm herstellen, wissen wir aber noch nicht so ganz genau. Ja. Wie das gehen wird. Ne? Hallo? Ja, ich habe gerade auf den Tintenfisch Ding geklickt, aber da nimmt man nichts. Ich dachte jetzt, der nimmt da was. Tintenfisch? You never know when a recent ja, da ist der links, der Cope. Aber irgendwie nimmt er nichts. Doch, ich habe einen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe einfach mit der Hand ran. Nimm doch mal. Ah, jetzt hat er doch genommen. Ich habe ja vorher auch der sieht genommen. Ja eklig aus, Alter. Ja, okay. Dann haben wir schon mal den Tintenfisch. Keine Ahnung, boah, ob wir hier noch was machen. Boah, der stinkt ja wie Sau. Der ist doch sicher kaputt. Kaputt ist er. Kaputt ist er. Wir müssen reparieren, weil kaputt. Was ist denn das für eine Flasche? Wo haben wir denn die Flasche herkommen? Ich weiß es nicht mehr. Also Leute, wir haben hier ein paar Sachen drinnen, wo wir echt keine Ahnung mehr haben. Das wird auf jeden Fall sehr witzig. Wir haben echt eine Flasche. Auf die Flasche hat die leere Flasche keinen Bock. Auf die Flasche hat die leere Flasche keinen Bock. Keine Ahnung. Ja, egal. Müssen wir vielleicht da das Parfüm dran machen in der Flasche. Was willst du da jetzt reintun? Das Ember reinstopfen. Yeah, oh Gott, geht wirklich! Was? Ja, du stopfst das Ember in die Flasche und vergießt dabei deutlich mehr, als du am Ende wirklich hineinbekommst. Aber ist es drin? Dann können ja, wir vielleicht... gibt es Jasmin. Oh, Jasmin geht auch noch. Vielleicht auch noch Tintenfisch. Ja. Nee, geht nicht. Aber wir, das geht echt, das geht echt. Das heißt, wir haben jetzt das Zeug drin. Ja, riecht es jetzt danach, oder? Ja, ich weiß nicht. Reicht es schon für die Jasmin? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo Jasmin ist. Ja, keine Ahnung. Wollen wir rausgehen erstmal? Weil ich sehe hier nichts. Ja, wir haben, glaube ich, hier den ganzen Tierquälerei haben wir schon gemacht und so. Ja, das war sehr traurig. Wollen wir jetzt? Ich glaube, ich. Ach so, wir sind im zweiten Stock. Wir müssen vielleicht. Ich weiß nicht, wo wollen wir überhaupt hin? You stroke the plants. Sollen wir nochmal in den Club gehen oder irgendwie? Wir können auch in den Club gehen. Warte mal. Haben wir da letztes Mal nichts geschissen so? Wie komme ich denn nochmal? Lift mit der Hand, oder? Ich wusste jetzt auch nicht. Ist der ja, gelaufen kann. Auf eins. Geil, boah, Leute. Boah, Friends, ohne Witz, das dürfen wir nie wieder machen, so lange Pause. Nee, das wird nicht. Du, hast du überhaupt die Uhr im Auge? Ich habe alles im Griff, im Auge, alles überall. Sie hat alles im Griff, deswegen hat sie vorher nicht gewusst, wo sie aufnimmt, bei welchem Knopf. Alles klar. Hi, Kätzchen. Ich geb der Katze jetzt den Tintenfisch. Ja, nee, ist klar. Will auch bestimmt den Scheiß essen. Warum schälst du die Schicht Geschmacksnoten von deiner Zunge ab? Wodurch die ja. Was? Was ja? Was? Sag nicht, dass die Dinge... Oh, scheiße. Boah, was macht der mit der armen Katze? Was? You hold the squid out to the cat. You quickly grab one of the used syringes Spritzen. Lying all too plentifully around lost wages. Spritze? Ow! Startling adeptness raises questions about what you do. Nimmt hier das ganze Blut ab. Fluid from the cat's musk glands. The cat runs off without so much as a wistful backwards glance that might foreshadow a sequel. Nee, der redet selber. Es steht ja da. Scheiß drauf. Na, ich habe einen Text drin. Das mit der weggeworfenen Spitze hast du wie ein Fachmann gemacht. Für das Extrahieren des Ziehbetts aus der Katze fortfahren. Was ist denn... Was ist Ziehbett? Wo ist denn das? Das sieht er... Das ist doch... Hört das jetzt da rein?
Das gehört da in die Parfümflasche. Nein, der Zibet wird durch Zibet unerträglich. Kann man Zibet da in die Flasche reintun? Ja, ja, kann man. Was ist das für ein ekliges Parfüm denn, mal du ehrlich? Du spritzt Zibetsaft in die Flasche, anstatt die leere Spitze mit dir herumzutragen, schmeißt du sie ungefähr in die Richtung des nächsten öffentlichen Parks. Ungefähr, aber nur ungefähr. Komm, geh mal rüber zum Club, der ist ja gleich daneben, oder? Oder nee, was war denn daneben? Nein, das ist Wedding Ready. Ups, oh nein, jetzt bin ich rübergegangen. Jetzt zeigt er mir... Ja. Ja, ich muss Taxi rufen. Ja, müssen wir. Anders geht's nicht. Ja. Taxi! Taxi! Haben wir überhaupt genug Geld? Wir haben so viel Kohle. Das ist das Einzige, was ich weiß, dass wir Kohle genug haben. Ja, ich weiß. Ich stinke wieder mal. Na, bei mir hat er was anderes gesagt. Und dies ist kein Schild. 69er Club. Dies ist kein Schild, genau. War bei mir auch. Mal schauen, wie viel er bei mir nimmt. 23 Dollar bei dir? 17. Oh. Thanks, Kid. Danke, Kleiner. Kid vor allem, sagt er zu mir. Können wir da jetzt einfach reinlatschen? Ich glaube ja, weil wir schon mal drin waren, oder? Na. Nicht? Muss man wieder zeigen? Okay, dann zeigen wir The bouncer takes the pass and scrutinizes it as closely as his overhanging Augenbrauen. You're Rabbi Kornswig? Rabbi Kornswig ist auch ein cooler Name. Okay. Okay, wir können rein. Welcome to Club 69. Ja. Irgendwas haben wir da sicher übersehen, weil das gibt's ja normal nicht. Ja, wir hatten hier gar nichts zu nehmen, ne? Right this way. Nein, wir haben da gar nichts geschissen damals. Mit der Blonden haben wir uns ja eigentlich schon unterhalten. Aber sprechen wir die mal an. Mal gucken. Wie ja, lass mich halt einmal reingehen. Warte, der hat die Hüftstärke immer von Ei. Was? Du bist noch nicht drin? Ich sitze schon jetzt bei ihr und sie schaut mich an mit ihren blauen Augen. Den und blauen Dress oder was? Die ganz rechts, ja. Wie heißt die nochmal? Keine Ahnung, wie die heißt. Ich leg sie gleich mal ab. Ich hab sie schon angeredet. Angeredet? Ach, keine Ahnung. Ich werde bei ihr meinen absolut besten Spruch einsetzen. Hast du sie schon angesprochen? Nö, du? Ja, ich hab sie schon angesprochen. Aber was noch nichts gewählt. Ach so. Ja, ich auch nichts gewählt. Okay, was wollen wir? Weil wir haben das eigentlich schon alles gehabt, oder ja, nicht? Ich mir als Mann von Weltfahrt, vielleicht gefällt es ihr, wenn ich ihren Namen wissen will. Ja, komm, ich will wissen, wie die heißt. What's your name, beautiful? Sollen wir sie ja schon fragen? Fawn heißt sie. Mal lieber was anderes. Ja, ich wusste es, weil sie es schon mal gesagt hat. Ich schenke dir jetzt was, oder? Ich nehme jetzt mal Pralinen. Warum kann ich die Pralinen nicht nehmen? Ordinarily, I'd be interested in something like that. But nein, sie will, dass wir uns vorstellen, richtig. Ich glaube, wir müssen echt erstmal richtig vorstellen. Ja, aber wir haben doch schon als du jetzt oder was? Nicht. Das ist ja das Komische. Und Ring? Ich werde mich als Mann von Welt vorstellen. Nee, die will echt nichts. Hm? Als Mann von Welt vorstellen, nehme ich jetzt auch. Mein Name ist Larry. Larry Laffer? Wie er immer lacht hinter dem Pass Dispenser in your pocket? Or are you just lonely? They're not mutually exclusive. Und dann? Ich werde ihr mehr Fragen über sie selbst stellen. Komm, das sehen wir mal ganz unten links. Ja. I'd really like to get to know you better, Fawn. Just what kind of girl are you? I'm just a girl who can't say no. Eine Frau, die nicht nein sagen kann. This is what you've been waiting for. To nice presents. Zu schönen Geschenken, schau. Willst du tanzen? Lass uns gehen. Lass uns tanzen, oder? Willst ja, du tanzen? Hatten wir das nicht schon mal? Nein, ich glaube nicht. Fool around a little. And we could dance some too. I'm not sure, Larry. Ich bin mir dann, weißt du, ich stehe auf eine bestimmte Art von Mann und ich weiß nicht, ob du diese bestimmte Art von Mann bist, der am Ende so eine bestimmte Art von Frau wie mich abkriegt. Nee, wir müssen erst mal. Oh, she's resisting gently. It's a come on. Keep going, Larry. If anybody can screw this up, you can.
muss los Sachen besorgen. Warte mal. Chocolate. Ja, aber mit Geschenken. Kann doch nicht sein. Wir haben eine fucking Rose. Wir haben Pralinen. Jetzt versuche ich noch die Rose. Nein, ich will nichts nehmen. Gehen wir mal raus. Vielleicht muss man es ja so ihr geben, indem wir stehen. Boah, die Eule geht mir auf die Nerven. Blöde Kuh, ich mag sie nicht. Vielleicht tanzen können wir nicht alleine, ne? Irgendwas müssen wir... Irgendwas... Das gibt's doch nicht. Was ist mit der Flasche? Your concoction isn't ready to be marketed yet. Die ist ja für die Jasmin. Ja, und das ist halt noch nicht wirklich... Ich schenke jetzt ein Kondom. That really doesn't interest me, If you don't know what I like, da, wenn du nicht weißt, was ich mag, dann red einfach mit mir, sagt sie. Also müssen wir mit ihr reden. Wir müssen nur das Richtige rausfinden. Aber... ich sehe sie jetzt an. Oh, eine tolle Figur, sagt er zu ihr. That's okay. It's only natural. Besides, I'm proud of them. Schau dir die Möpse an. So, und dann gleich ablecken. They smell like the promised land. Sie riechen wie das gelobte Land. Okay, bringt nichts. Anfassen. Ich probiere auch gerade was anderes. Okay, dann reden wir mit ihr. Das muss doch irgendwann... besten Spruch einsetzen. Ich nehme jetzt oben links besten Spruch einsetzen. Hiya, baby. What say you and I get it on? Phew, Larry. You've really got your A-game tonight. Get lost, creep. Oh, das war ein Fehler. Das zweite links. Hey, sweetheart. What's your sign? Octagonal. As in, stop. Ich hab's jetzt! No, oh mein Gott! Was denn? Ich hab's jetzt freigeschaltet, dass wir den Scheiß schenken können. Wie denn? Ja, warte mal. Du musst. Oh, hört's mal auf, labern. Ich muss mit der Merle reden. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Jetzt warten wir mal ganz, ganz gechillt. Ja? Das ist ein Fall für Dr. Sommer-Exley, und zwar folgendes. Du musst nochmal mit ihr reden. Mhm. Dann musst du den Anspruch nehmen, den Ansatz nehmen, wo du dann zur Frage mit dem Tanzen kommen bist. Weißt du noch, wo das war? Weil ich habe jetzt ganz was anderes. Als Mann von Welt vorstellen, glaube ich. Ja. Ja, nee, doch nicht. Vielleicht gefällt dir, wenn ich ihren Namen... Nee, ach, das haben wir. Warte. Oops. Okay, und dann? Willst du tanzen? Du lass uns gehen. Lass uns gehen, musst nehmen. What if I take you away from here, Fawn? To someplace quiet. We could go to my place. Assuming you had a place. That sounds fun. Just as long as you're not cheap. I prefer men. Ein Fall für Dr. Sommer-Exlow. I like what any woman likes, Larry. I like flowers. Ich mag Blumen, ich mag Süßes, ich mag Schmuck. Jewelry. Can you get me those things, Larry? Can you get me everything I need to feel luxurious and free? Was für eine materielle Frau, Alter. Ready to give you everything you always dreamed of. Everything and more. Oh, alles. For the right man, Larry. Anything. Are you the right man, Larry? Are you going to bist be du the heute right Nacht für mich der Richtige? Tonight. Oh my. She certainly has you standing at attention. Could Fawn be the one, Larry? Your one-way ticket to fulfillment. Und jetzt ich muss los Sachen besorgen, okay, wa? I'll be back soon. Ja, und dann, wenn du nochmal mit dir redest, kommt ganz was anderes, Alter. On regard you expectantly. Oh Gott, ich will nicht, dass sie mit jemandem
anderen redet. Ich sorge besser mal dafür, dass sie das Interesse nicht verliert. Ich werde ganz der Kavalier sein und schwer Eindruck auf sie machen. Ich werde sie im Unklaren darüber lassen, ob ich wirklich noch an ihr interessiert bin. Ich werde sie ganz subtil fragen, was genau sie sich von mir wünscht. Aber sie hat es ja schon gesagt. Ja. Aber nenn mal trotzdem was. Ja, was denn? Ja, ich werde sie ganz subtil fragen, was genau sie von mir wünscht, weil du schenk mir das alles, oder? Okay, dann los. I've completely forgotten what kind of presents you like. Me? Nothing fancy. I like chocolates. I mean, what lady doesn't? They can be very stimulating. Oh, I like flowers. Und Blumen. It has to be the right kind of flower. It has to speak of love with a soft scent and gentle unfurling petals. Oh mein Gott. That would truly allow me to unfurl actually. And open myself to wie die das alles sagt. And I need jewelry. A woman can tell everything she needs to know about a man by the way he takes a ring and slips it on her finger. Don't you think so? Anything you say. That's my big, strong Larry. Okay, wie kommen wir da? Okay, wie gehe ich jetzt raus da? Ich werde ganz der Kavalier sein und schwer Eindruck auf sie machen. Übrigens wollte ich euch noch sagen, das mit der Schokolade zieht bei der Merle nicht. Der müsste schon einen ganzen Schweinsbraten auf die stellen. So sieht's aus, ein Schweinsbraten. Nur so kriegt ihr mich. Mit einem Schweinsbraten. Und dazu Knödel. Und Rotkraut. So. Und dazu vielleicht noch ein Schweinshaxen. Das wäre auch cool. So. So. Und ein Dessert noch Tiramisu, so, damit ich das nicht vergesse. So, weiter. Weiter. Nehmen wir mal das mit dem Kavalier. Jo, nehmen wir mal. Would you like to step on my coat or something? That won't be necessary, Larry. That's very sweet. But it isn't raining out. Raining? Yes. You sure are beautiful outside tonight. Pull it together, Larry. You're babbling again. Nehmen wir das oben rechts. Wie komme ich denn da raus? Nehmen wir mal oben rechts. If I find you all those presents, we're still going to do it, right? You bring me what I'm looking for, Larry, and I will drive you wild. Juhu, in den Wahnsinn. Wow. So what are you waiting for? Get going. Because, Larry, I have needs. You will fill them for me, won't you? Oh mein Gott. Oh I think I can. I think I can. Wir kommen da ja nicht raus. Ich weiß es auch nicht. Ich werde es ihm unklaren überlassen, oder? Nee. Oben links würde ich erstmal nehmen. Das unten ist doch blöd dann. Ja, okay. That guy over there was not paying any attention to you? He's not bothering you, is he? Because if so... You leave the rest of the threat unspoken, since you don't want to raise any unrealistic expectations about standing up to anyone. He's not bothering me, Larry. I'm just waiting to see how serious you are about wanting to indulge me, so that I can do the same for you. Oh mein... der kann immer reden. Der kann immer reden. Jetzt müssen wir doch das jetzt... Ja, nimm mal. Scheiß drauf. I'm finding you everything you want, baby, and giving it all to you right away. I'll wait, Larry. Okay, du hattest recht. Hätte man gleich nehmen können. Na, war ja ganz interessantes Gespräch, so. Okay, dann versuchen wir es. Ich nehme erst den Ring. Ja, sollen wir jetzt ihr jetzt die Geschenke geben oder in der nächsten Folge? Wir haben 19 Minuten. Dann würde ich sagen, geben wir sie in der nächsten Folge. Okay, dann stecke ich den Ring wieder ein. Kannst du gleich geben, was die Zuschauer nicht wissen, ist, dass wir instant wieder aufnehmen gleich. Ja, aber ihr werdet es natürlich erst nächste Mal sehen. Okay, gut, dann würde ich sagen, Exli. Danke fürs Zuschauen. Und Baba. Tschüss, bis zum nächsten Mal.